Ja, hallo, herzlich willkommen zu Pokémon Feuerrot. Ja, ich muss leider nachsynchronisieren. Na, es ist mir sehr peinlich, aber ich habe leider. Das ärgert mich richtig, da ich leider vergessen habe, vorher nachzugucken, ob. Ich habe mein Mikro vorher ausgestellt. Normalerweise gucke ich immer nach bei den Reglern, ob der ausschlägt, ob ich auch meine Stimme mit aufnehme. Und heute habe ich es nicht gemacht. Und was ist? Heute, zack, hätte ich es natürlich gebraucht. Ach, sehr ärgerlich. Sehr, sehr, sehr ärgerlich. Aber egal, dann erzähle ich halt so ein bisschen. Es geht ja auch. Wir sind hier auf Island 1. Was auch immer Island 1 ist. Hier sieht man auch, ich bin ein bisschen rumgeirrt. Ich wusste gar nicht so genau, was tun. Ja, dann bin ich da die Treppe runtergegangen zum Strand, bin ein bisschen nach rechts gelaufen und wieder nach links. Naja. Ja, Island 2 gibt es auch noch. Und ich habe mich dann gleich entschlossen, ich kann ja schon mal ein bisschen zusammenfassen, ich habe mich dann entschlossen, zur Insel 2 zu surfen. Und da ein bisschen nur um zu schlawinern. Ja, was gibt's noch zu erzählen? So lange. Ja, es könnte übrigens sein, dass diese Folge ein bisschen. Also, dass man da. Dass ich da das ein oder andere. Ja, weiß ich nicht. Nicht Fehler, der kein Fehler eingeschlichen hat, aber. Ja, dass das halt alles so ein bisschen unbeholfen wirkt. Und zwar liegt das, wenn dann daran. Ich bin verliebt. Ja, ich bin verliebt. Und das ist ja auch immer so ein leidiges Thema. Das kam auch ganz unverhofft. Oder was heißt verliebt? Also. Das. Ja, doch. Ja, lassen wir es einfach mal so stehen. Verliebt ist ja noch nicht gleich Liebe unbedingt. Ja, ganz unverhofft, wie so oft. Gestern. Ich war bei einer Freundin eingeladen und wir waren dann zusammen auf dem Schützenfest in dem Festzelt. Und da haben wir uns mit einer Freundin von ihr getroffen und die Freundin hat auch nochmal zwei Freundinnen mitgehabt. Oder ich glaube, die kennt sie auch. Also das waren auch zwei Freundinnen oder Bekannte von meiner Freundin, also von meiner in Anführungszeichen Freundin. Ja, und es hat sofort gefunkt. Also, ja, was heißt, ja, doch, also es herrschte oft Blickkontakt, dann aber auch nicht nur so kurz, also man guckt jeden Tag ja zig Menschen in die Augen. Sondern schon ein bisschen, was heißt, also schon länger, ab und zu. Wobei sie, glaube ich, einen steifen Hals gekriegt hat, weil sie nach oben gucken musste, weil ich gefühlt 5 Köpfe größer bin als sie. Was bei 1,93 Meter auch nicht so schwer ist. Oh, jetzt habe ich eine persönliche Information verraten. Naja, und tja. Und tja. Und so kam das dann. Ich kann das jetzt auch ruhig erzählen. Ich meine, mich kennt eh keiner hier. Ich nehme auch nicht an, dass dieses Video großartig 100 Millionen Aufrufe erreichen wird. Und wenn doch, dann muss ich mir natürlich was einfallen lassen. Dann war das alles nur Scherz. Nein. Ja, selbst wir haben gerade gesehen, selbst Glurak ist verliebt. Der Schambolzen Pipi war einfach viel zu charmant. Und ja. Die Folge steht auch ganz im Zeichen der Liebe. Denn Glurak, man guckt, Glurak hat sich verliebt in Pipi. Ach ja, muss Liebe schön sein. Und es wird eine Liebesfolge. Eine Folge, die von Gefühlen, von Herzen, von Liebe handelt. Ja, um nochmal zurück auf das Thema zu kommen. Ich kann es erzählen, und wenn es doch jemand sehen sollte, den ich kenne, dann war ich es einfach nicht, dann hat mich jemand nachgemacht. Das dann halt. Außerdem darf ich natürlich jetzt auch dann nie meine wahre Identität preisgeben. Das ist dann ja tödlich. Bei so einem Video, dann gibt es vielleicht 100 Interviewanfragen, von wegen, ja, hier, du hast das und das gesagt. Das ist der Preis des Ruhmes. Also man muss sich schon überlegen, ob man in dieses Geschäft hier einsteigt.
Ja, jetzt gibt's allerdings, jetzt könnte man ja meinen, es ist alles schön und gut. Bei mir läuft, zack, ja, hier, Junge, bei dir läuft's, nix. Und zwar, die Freundin, mit der ich mich gestern getroffen habe, die kannte ich auch nicht schon immer, sondern ich habe ja auch irgendwann erst kennengelernt. Und ich glaube, ich weiß es nicht, dass sie sich mehr erhofft. So. Das weiß ich allerdings nicht genau. Und nun ist es ja doof, falls ich jetzt irgendwas bei der anderen hätte probiert, oder jetzt im Nachhinein noch, dann ist es ja ein bisschen blöd, weil das ja quasi hinter ihrem Rücken stattfindet. Und wenn das dann irgendwas werden sollte, und sie kriegt das dann mit, dann ist das ja bestimmt nicht so toll. Naja, und ja, allerdings weiß ich das leider nicht genau. Und es ist ja auch doof, wenn ich jetzt sage zu meiner, in Anführungszeichen, Freundin, ja, hier, ich treffe mich ja nur so mit dir zum Spaß und so. Und nachher ist es gar nicht so, dass sie da irgendwas Ernsteres hintergesehen hat. Dann ist es ja nun ein bisschen peinlich. Andererseits kann ich davon ja nicht ausgehen, weil das, wie man sich entscheidet, man entscheidet sich meistens sowieso immer verkehrt. Das ist sowieso so eine Grundregel. Und da ich ja nun nicht so ein... leider kein Arschloch bin, dem die Gefühle von anderen jetzt egal sind, weil da haben's Arschlöcher echt einfacher. Da unten rennt übrigens jemand im Kreis rum. Gegen die werde ich auch gleich kämpfen. Setze aber zuerst Rüsselmops an Platz 1. Arschlöcher haben es echt einfacher, weil die ziehen ihr eigenes Ding durch und nehmen dabei auf die Gefühle von anderen keine Rücksicht. Das ist zwar moralisch echt fragwürdig, aber die stehen meistens ein bisschen besser da. Weil die würden jetzt in meinem Falle einfach jetzt hingehen zu der, oder hätten das vielleicht sogar schon gestern gemacht, und hätten so ein bisschen mit der geshakert, so ein bisschen angebändelt. So, das ist natürlich, oder auch im Nachhinein jetzt. Und dem wäre das dann scheißegal, oder so einem wäre das dann scheißegal, was die, oder was seine Freundin dann darüber denken würde. Ja, die haben dann am Schluss zwar, was sie wollen, meistens oder oft, aber machen sich halt ja nicht gerade viele Freunde damit. So, und da ich nicht so einer bin, hab ich's immer ein bisschen schwerer. Aber sonst wäre es ja auch langweilig. Man muss ja die Herausforderung, anders als andere wäre ja zu einfach, man muss die Herausforderung ja auch annehmen. Tja, aber deswegen, das ist so ein Zwiespalt. Außerdem ist es ja auch nicht sicher, ob jetzt andererseits von dem anderen Mädchen, ob da wirklich irgendwas kommt. Oder beziehungsweise, ob da wirklich irgendwas ist. Das macht die Sache natürlich auch nicht einfach. Und es trägt auch nicht gerade zur Entscheidungsfindung dabei, was man jetzt macht. Dazu kommt noch, dass sie zwar ein bisschen weiter weg wohnt, eine halbe Stunde Autofahrt knapp, das ist aber, na gut, das ist nix, das ist eigentlich kein Hindernis. Halbe Stunde geht ja noch total. Ja. Ich sehe schon, wenn Kilian diese Folge wieder sieht, dann werde ich mir wieder anhören dürfen, hast du gekifft oder hast du getrunken, Mensch? In irgendeiner Folge war das, glaube ich, schon mal so. Tja, Mensch, ich krieg die Zeit ganz gut rum. Wir sind, ja, mehr als die Hälfte haben wir schon geschafft. Ja, Aurora-Strahl. Dann fliegen wir mal davon. Oh, gleich kommt, oder war es schon, gleich kommt die Entwicklung, nicht Mushak, sondern, wie heißt denn die Entwicklungsstufe nochmal? Ich wusste es doch eben noch von Mushas. Kommt jetzt und die ist hart. Das verrate ich schon mal. Aber ich konnte mich ja nun leider nicht so gut konzentrieren. Oh, ich hoffe, diese Folge gucken ganz wenig Leute. Ganz wenig Leute. Nein. Während ich ja mein Herz ausschütte. Tja.
Alter. So. Dann fliegen wir mal hoch empor. Ach, Austausch, genau. Ein Ausstoß. Ausstoß. Tja. Wie man sieht, Flieger wird's nicht. Sie wird es nicht packen. Sie wird es nicht packen. Leb wohl, Flieger. Leb wohl. Du warst ein treuer Partner. Tja. Einmal bist du noch davon gekommen, aber sie hat es nicht geschafft. Sie hat es einfach nicht geschafft. Könnte ich auch so tun, als ob ich gar nicht weiß, was er hier macht. Oder was ich hier mache. Und wen setzt er jetzt ein? Er setzt Jake ein. Ein Raichu meine ich. Und Jake setzt natürlich Donnerblitz ein. Das ist ja ganz logisch. Bei dem Wasser-Pokémon. Und, oh, da britzelt es nur so aus seinem Horn da oben. Und Austausch ist besiegt. Oh, als nächstes wird Shinnok eingesetzt. Das ist ein Riesenfehler vom Schwimmer Michel. Denn Wasser gegen Strom-Pokémon kann nicht gut gehen. Aber Schwimmer Michel ist dumm. Dumm wie Brot. Denn sonst hätte er aufgegeben und hätte sein Pokémon nicht geopfert. Und somit besiegt der Spieler Schwimmer Michel. Der weiß nicht, was er tun soll und schwimmt einfach weg. Au. Oh. So, herzlich willkommen zum Kampf gegen Heidi, gegen Ash, nee, wie heißen wir? Rot gegen Bruder von Heidi, Dirk. Dirk und Heidi, Mühlensippe. Was ist denn das, Mühlensippe? Rüssel, Mops, na nee, das sind die Pokémon. Jetzt, ah. Was wird Rüsselmops für eine Attacke einsetzen? Rassauf setzt erstmal ein Kreuzibein. Oh, das hat gezwiebelt. Und Hypno muss ich erstmal holen. Und schläfert dabei gleich Maschok ein. Und Maschok schläft auch tatsächlich ein. Adrian ist kalt und setzt einen Eisstrahl ein. Das beeindruckt Rassauf. Allerdings haut es ihn nicht aus den Socken. Maschok schläft immer noch tief und fest. Hypno wird eine Konfusion einsetzen. Allerdings wird Rassauf zuerst Raserei anwenden. Die Konfusion gibt Rassauf dem Rest und haut ihn nun endgültig aus den Socken. Adrian schwimmt gerne und setzt Surfer ein. Was Maschok auch. Da Maschok gerade schläft, kann es sich nicht über Wasser halten und ertrinkt. Somit kann Heidi nur hä fragen und es nicht glauben. So. Ja. Das war's dann auch schon. So langsam. Ein großer Felsen. Den könnte Glurak einfach auch so zerstören. Wahrscheinlich ohne Stärke, aber das geht hier ja nicht. Aber da sagen wir jetzt mal einfach nichts zu. So, die letzten 40 Sekunden sind angebrochen. Warum stehe ich da einfach nur so rum? Was habe ich denn da gemacht? Ich stehe da einfach nur rum. Gut, dann stehe ich da einfach nur so rum. Hier sehen Sie Rot, wie er einfach rumsteht. Wir können oben den Leuten beim Laufen zugucken. Was habe ich denn da gemacht? War ich besoffen? Nee, kann auch nicht sein. Hm. Naja. Gut. Noch 17 Sekunden. So, dann verabschiede ich mich schon mal. Nächste Folge sehen wir, seht ihr bei Kilian. Und ich habe dann meine rosa-rote Brille wahrscheinlich ab bei der übernächsten Folge. Und falls es was Neues gibt, erzähle ich es euch. Und wenn es nichts Neues gibt, dann nicht. Bis dann. Oder vielleicht erzähle ich es dann auch nicht. Ach, naja, gut. Bis dann. Ciao.